Das fing eigentlich an vor 25 Jahren. Einfach das Interesse, dieses Land ist so vergessen, hat Probleme gehabt durch Vietnamkrieg und so weiter. Einfach das Interesse, da muss man mal hinfahren, so mal gucken, was machen die Menschen da überhaupt. Diese Verbindung, diese Kombination Asien mit der französischen, mit einem Teil der französischen Kultur, die sich insbesondere eben in der Kunst ausgezeichnet hat und auch in der Küche Einflüsse hatte, war das eigentlich sehr, sehr interessant. Persönlich verbinde mich, ja, nun, da ist ja sehr, sehr viel passiert in den letzten 15 oder 18 Jahren. Natürlich auch Familie da, Frau und drei Kinder. Die Kinder sind 8, 5 und 3 und gehen auf die deutsche Schule in Saigon, die ich auch mit gegründet und unterstützt habe. Es sind fast 100 Kinder dort auf der Schule. Rück zu diesen Anfängen. Vietnam hat es schwer gehabt, sich zu behaupten, zu entwickeln und zu öffnen. Aber ich habe immer gesagt, die werden sich genauso öffnen wie China. Weil Vietnam eigentlich hat ja genau denselben Aufbau. Alles ganz genau organisiert wie in China. Ein Vietnam ist ein Land im Aufbruch, im Umbruch, im Aufbau. 93 Millionen Menschen, 60% sind unter 30 Jahre alt. Natürlich hervorragende Demografien. Deshalb wächst das Land auch jedes Jahr um 1 Million Personen, eben durch die junge Bevölkerung, die von der Schule kommen, große Ausbildung haben, heiraten, Kinder bekommen. Und das GDP in Vietnam ist genauso wie in China, 6%, vielleicht sogar etwas höher. Im Moment sind die wirklich ein Sweet Spot, Vietnam, weil sie haben 3 Abkommen im letzten Jahr unterschrieben. Die Trans-Pacific Partnership, das heißt zollfreie Einfuhr in die USA und alles solche Begünstigungen. Free Trade Agreement mit der EU, was zum Beispiel Thailand nicht hat, der große Konkurrent, weil Brüssel macht keine Abkommen mit einer Militärregierung. Fand ich auch ein ganz gutes Prinzip. Und wir haben den ASEAN-Pakt. Das heißt, Ende dieses Jahres wird ASEAN, diese 10 Staaten, kriegen Zollfreiheit. Vietnam ist genau in der Mitte und wird davon am meisten profitieren.